So, dieses graue, nichtssagende Mäuslein ist mit offiziellem Namen Didi Frau Multbjerg, ein in Dänemark gezogenes Pferd, 2002 geboren, das ist 12 Jahre alt. Bei uns heißt er einfach Teddy. Und er ist ein Wallach, Sohn von Oda Frau Tufenesi. Ein Pferd, der mit 8,5 für Child und 9 für Rennpass beurteilt wurde. Der Vater war ein Sohn von Ofergöffer Flügermeri. Mutter ist eine Tjassi Frau Kirkebei, Tochter. Und ja, er ist, was habe ich gesagt, 12 Jahre? Ja. Ich brauche dich nicht. Bei ihm beim Aufsitzen. Jetzt kommt erstmal das Ritual, was immer beim Aufsitzen sein muss. Er kommt mit dem Kopf herum und muss erstmal geschmust werden. Es ist ein, er ist nur toll. Es gibt es nicht einmal, dass er beim Aufsitzen nicht hier so rumkommt und erstmal seine Streicheleinheiten abholen muss. Ich finde ihn nur toll. Vielleicht das Einzige, was ich nicht so toll an ihm finde, ist, dass ich ihn jetzt hier vorstellen muss. Oh, aber irgendwie, wir können nicht alles behalten. Wir haben auch schon mal daran gedacht, ob es etwas ist für einen der Jungs. Er ist eigentlich nur ein Tölter, nur in Anführungsstrichen, nur ein Tölter. Ist ein extremes Powerpaket. Und Simon hat ihn jetzt auf Tölt-Milan vorgestellt, in der T7. Ist dann mit zweimal 6,5 und einmal 6,4 rausgegangen. Abstand erster Platz gewesen in der Vorentscheidung. Und Enderscheidung ist er da nicht geritten, weil an dem Sonntag, wo die Enderscheidung war, ist dann meine Mutter 90 geworden. Das haben wir dann doch vorgezogen, das gebührend zu feiern, was sehr schön war. Uns ging es auch gar nicht so sehr darum, dass er jetzt eine Schleife holt oder sowas, sondern der kann schon verdammt gut aufdrehen. Also wir haben es auch schon gehabt, dass wir kurz vor der Prüfung die Sache abgebrochen haben, weil er einfach sowas von heiß wurde. Aber ich werde ja sowieso mich bemühen, ihn so schlecht wie eben möglich hier zu präsentieren, dass bloß keiner auf die Idee kommt, uns den wegzunehmen. Quatsch, muss auch verkauft werden. Aber schon ganz eindeutig, gar keine Frage, auch wenn das jetzt hier alles sehr relaxed aussieht, was wir bis zum Abwinken geübt haben. Frederik hat da Stunden drauf gesessen und ist nur Schritt am hingegebenen Zügel geritten, auf kleinen Kreisen, wo er sich selbst einfangen muss. Und da hat er das, also jetzt so wie der jetzt Schritt geht, dieser bisschen zackelige, hektische Schritt, ist schon eine außergewöhnlich gelassene Sache für ihn. Er wartet nur darauf, dass irgendwie das Kommando endlich mal kommt, dass er laufen kann. Aber umgekehrt ist es extrem wichtig für solche Pferde, dass man sie mehr oder weniger, so gut es geht, auch mal runterstufen kann und dass, wenn es irgendwie geht, die vielleicht auch so ein bisschen auf Knopfdruck sich entspannen können. Sehr gute Möglichkeit hat man, ihn immer wieder leicht zu machen, wenn man ein bisschen Schenkelarbeit macht. Aber allein die Tatsache, dass wir hier unten die große Bahn logischerweise etwas mehr für Prüfungsreiten gebrauchen, wohingegen so das normale Training bei uns ja ganz viel auf der kleinen Bahn oben stattfindet, führt schon dazu, dass er die große Bahn hier mit Power und Stress und Rennen verbindet. Also da muss man schon so ein bisschen gucken, dass man da etwas gemütlich anfängt. Er vermittelt einem immer ein extremes Kraftgefühl. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Aber wenn man hier oben drauf sitzt, dann merkt man, da ist so viel Power in dem Pferd drin. Wenngleich ich mich bemühe, den möglichst, ich hätte beinahe gesagt, schon langweilig vorzustellen, also sehr relaxed, sehr vorsichtig. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in der Hand auch über etwas längere Phasen sehr leicht sein kann.
Aber man sieht, ich habe Knie, Oberschenkel gut dran, die Fußspitzen verdammt gut nach innen gedreht, um da nicht unten unnötig gegenzukommen. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr nehmen, um etwas zu regeln, und kann aber dann auch wieder nachgeben. Wie gesagt, auf der kleinen Bahn geht es etwas besser. Die Bahn hier unten, und damit heute natürlich wieder dazu beitragen, hat bei ihm mehr so die Idee von Rennen im Kopf. Eine gute Übung ist, immer wieder in Seitwärts treten lassen. Da kann man immer ganz schön dazu kommen, von der Hand wegzukommen, und kann dann wieder mit leichter Hand in den Turtle wieder übergehen. Das ist immer so ein bisschen ein Mittelding zwischen, man ist fester mit der Hand dran und hat ihn in einer eher runden Haltung, oder ich reibe mit eher leichter Hand und habe ihn dann vielleicht etwas zu weit oben. Das ist mal so ein Wechsel. Ich trainiere eigentlich immer wieder beides mit ihm. Ganz wichtig ist mir, wichtiger oft als die Haltung, dass ich leicht sein kann. Aber letztendlich, wenn man ihn vorstellen will, dann muss man ihn natürlich auch ein bisschen in die Haltung reinbringen. Und da arbeiten wir noch dran. Absolut geregelt gehendes Pferd, sehr, sehr taktklar. Aber jetzt war ich ganz schön dran gewesen, die lange Seite, hat man glaube ich gesehen. Jetzt hier in der kurzen Seite wird er wieder ein bisschen vernünftiger und ich kann wieder was mehr nachgeben. Wobei, der wartet natürlich jetzt auch schon drauf, dass ich an den langen Seiten mal zulege. Und will ich jetzt mal vorsichtig anfangen. Zügel zu lang geworden. Und es ist auch so ein Pferd, wo man weiß, wie viel Zeit einkalkulieren muss. So dieses unabgerittene Vorstellen hier, da zeigt er zwar auch, wie super toll er ist, aber wir kalkulieren nicht selten eine volle Stunde fürs Training für ihn ein. Eigentlich ist normal bei mir, dass wir so eine halbe Stunde, 20 Minuten die Pferde trainieren. Aber der ist halt eben einer, der den Zeitplan sprengt. Ja, gut, wenn er selber auf die Idee käme, dass er eine Kurve ist. Aha, jetzt hat er verstanden, dass hier eine Kurve geritten werden muss. Jetzt kann ich auch ganz leicht sein. Ein bisschen zupfen. Kann ganz leicht sein, das sieht man. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt wieder gucken, dass er wieder runterkommt. Also es ist unübersehbar, ja auch ganz deutlich von mir erzählt. Wie gesagt, bis dahin, dass wir einmal beim Turnier gar nicht in die Prüfung eingeritten sind, weil er einfach zu heiß geworden war. Er ist ein Pferd, der viel Zeit braucht. Er ist ein Pferd,
der einen Reiter braucht, der auch so wie ich eben mal zulangen kann, wenn er dann doch in Galopp reinspringt. Und wichtig, immer wieder so zu reiten wie jetzt, dass er wieder kapiert, dass wenn er ein bisschen unten bleibt, dass alles dann viel leichter ist. Aber auf der anderen Seite ein unheimlich guter, extrem guter, wie ich meine, Tölter. Viergängig haben wir den gar nicht geritten. Ich weiß gar nicht, wie wir hier Trab. Der hat einen schönen Trab freilaufend. Ich weiß gar nicht, wie man unterm Sattel Trab finden könnte im Moment. Ist mir auch alles zu viel. Jetzt auch noch versuchen zu traben, zu galoppieren. Ich werde ihn auch jetzt heute hier nur im Schritt und Tölt vorstellen. Und wir bieten ihn auch ganz klar mit dem Hinweis an, dass es ein extrem guter, extrem temperamentvoller Tölter ist. Und jetzt fühlt man wieder diese extreme Power. Er ist ja nicht verkrampft jetzt, er ist relativ locker. Super im Takt. Fühlt sich sehr gut an. Absolut geregelt. Und dann wieder dieses Zwischending. Zwischen Anlehnung halten, in einer guten Haltung halten oder versuchen, mit der Hand wegzukommen und etwas freiere Haltung zu akzeptieren. Da ist er so, da sind wir so dran. Okay, lass uns mal eine Runde laufen. Gigantisch. Gigantisch starkes Pferd. Aber jetzt aufpassen. Jetzt rangehen, festhalten, durch die Kurve durchbasteln. Dran sein, aufpassen. Noch eins mal nachfassen und gucken, kann ich loslassen? Ich kann loslassen und kann ihn dann vorsichtig gehen lassen. Aber sobald die Rolle kommt, muss man direkt da sein und da muss der Rolle kein Galopp werden lassen. Oh, ist gut. Umgang und alles brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Ist er super nett, aber ganz klar ein Pferd für einen Reiter, der was sehr Besonderes, oh, ist gut, sehr Besonderes haben will, der ein unheimliches Powerpaket haben möchte, der nicht die Intention hat, große Gruppenausritte zu machen, sondern der alleine ausreiten möchte und dabei ein wunderschönes Pferd hat, der im Gelände eine gute Ecke relaxter ist als hier. Und ansonsten ein Pferd für einen Reiter, der gewisse Einfühlvermögen hat, der Zeit hat, der nicht so wie ich jetzt gerade in 10 Minuten da alles abmacht, sondern der wirklich da eine Stunde locker investieren kann, auch vielleicht mal 3 Tage lang nur einen Schritt hintereinander geht und der natürlich auch über das Maß an Routine verfügt und er hatte ein extrem liebes Pferd. Okay, gut.